Bevor ich aber jetzt so richtig abgehe mit den Items sammeln, Kraftbolzen einhauen, Schutzengel reinhauen, Ability reinhauen, noch ein Ability reinhauen und ich habe noch ein paar Postkarten. Also ich bin kurz davor jetzt alle Items zu sammeln. Nebenbei, willkommen zu Kingdom Hearts. Falls Sie gecheckt haben, es gibt immer wieder solche Leute. Was zockst du überhaupt? Jo, Postkarten reintun. Nummer 1, Season Final Elixier. Wuhu! Beziehungsweise Nummer 7 ist das schon. Und Nummer 8 ist ein Orihalkon zum Schmieden. Jo, ich brauche jetzt sehr viele Items. Eigentlich wollte ich das Offscreen machen. Wollte ich wirklich, ja. Aber es gibt ja Leute, die haben mich per Skype angeschrieben und haben gemeint, nee, ich will das sehen. Beziehungsweise ich habe ein paar gefragt, die meinten dann, ich will das sehen. Na gut, wollt ihr. Aber ich mache das dann halt schneller. Beziehungsweise Kamtase wird da sehr viel zu arbeiten haben. Also, los geht's! Items sammeln! Juhu! Begonnen wird mit Rumpelsplitter. Blumensplitter ist das letzte. Auf geht's! Nicht wundern, wenn es jetzt schneller wird. Ohne Stimme. So, dann schauen wir mal. Habe ich schon genug Rubinsplitter, Cooper? Hat schon ein bisschen was gedauert. Rubinsplitter habe ich. Dann habe ich hier ein paar Rubinsplitter. Dann... Okay. Mhm. Okay, Rubinsplitter habe ich genug. Da habe ich wirklich genug. Wow. Ich habe das zwar nicht mitgezählt, aber ist okay. Da habe ich auch genug, bis auf den Orkus-Kristall, den kriege ich aber erst. Ach, nicht bekomme ich auch erst. Ach, Ratschblätter, Moment, Rubinsplitter kann ich mal durchstreichen. Donnerquarz, Pyropstein. Zernitsteine habe ich genug, nur Donnerquarz halt will man nicht. Wieder mal. Mein Achatschblätter brauche ich hier 3. Und da war noch was mit Achatschblätter 3. 1. Und... Moment. Und 5 sind 4 Achatblätter. Achatsteine habe ich genug. Luzitsteine. Jo. Nächster Halt. Der tiefe Dschungel.
So, genug mit Vorspulen. Wie schnell ich das auch immer machen werde. Hust, hust, hust. Mal schauen, was mir, ob mir jetzt irgendwas noch fehlt. Ich habe jetzt alles, was ich aufgeschrieben habe, mal gesammelt. Das war doch einiges, oder? Ja, das hat ganz schön lang gedauert jetzt. Aber man hat ja Zeit, ne? Zum Beispiel, ist es dann eigentlich... Ach, erst... halb zwei, na dann. Dann geht ja noch was! Da geht noch was! Ja! Wo ich leicht müde bin, naja. So, Mugel, dann schauen wir mal, ob mir noch was fehlt, was ich noch holen kann. Und, ah, er hat aufgestockt auf 18 Items, der Gute. Ja, er kann's halt. So, ein Mega-Ether kann ich machen. Moment, da oben fehlt mir nichts mehr, ne? Okay. Schutzengel kann ich noch nicht. Geierreif kann ich nicht. Wohnreif schon eher. Kadierwache kann ich nicht. Dreigestirn kann ich nicht. Ah, okay. Dann, Moment, fehlt mir etwas. Pyrosplitter habe ich alles. Rubinsplitter habe ich. Achatsteine habe ich. Achatsplitter habe ich. Luzidkristall kriege ich erst. Luzidstein, eventuell noch einen. Eventuell auch nur. Ansonsten Donnerquarz, 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 Donnerquarz. Nein, ich glaube, ich habe alles. Gut, ich habe alles! Ja, ja, Ausrast! Ja, ich habe alles! Oh, das hat ja ewig gedauert. So, da ich jetzt nicht weiß, wie lang der Part ist, ich weiß wirklich nicht, wie schnell ich da vorspulen werde. Doppelte Geschwindigkeit, vierfache, zehnfache, hundertfache, tausendfache. Schauen wir mal, mir wird sicher das einfallen, wo es lustig aussieht und irgendwie auch unterhaltsam ist. Darum, bevor ich jetzt zum nächsten Part übergehe, da ich ja nicht weiß, wie lang das hier ist, gehe ich zu den Hunden und gebe sie ab und zeige euch, was man dafür bekommt. Und ja, ich ignoriere jetzt mal ganz gekonnt die Gegner. Oh, Moment, 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 kann ich ja nicht. Da oben ist eine Kiste! Verschwinde! Da ist eine Kiste! Die brauche ich! Wir haben! Ah! Die brauche ich unbedingt! Ich glaube, das war eine Postkarte, oder? Apropos, mir fehlt direkt noch eine Kiste ein, die ich noch nicht habe. Gut, bevor ich ein paar aufhöre, sammle ich die restlichen Kisten hier ein, die mir zu eingefallen sind. Warum sind mir jetzt erst eingefallen? Die kann man ja schon viel früher holen. Wirklich viel früher. Also erstmal Hunde abgeben. Ich fliege da einfach mal durch. Haus der Welpen! Einfach reingehen. Und dann sind die Hunde, die man schon gesammelt hat in Kisten, schon alle da. Und die zwei freuen sich. Ich habe schon den Namen vergessen. Naja. Es sind die Dalmatiner. Das interessiert keinen. Und wenn man halt eine bestimmte Anzahl an Hunden gesammelt hat, gefunden hat, Schrägstrich, was auch immer, bekommt man etwas dafür. Ich glaube, für 12 Hunde bekommt man etwas. Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Eventuell auch für 15. Auf jeden Fall, da ich schon so viele habe, werde ich jetzt sehr viele Items bekommen. Perdi. Ein Vikra-Gummi. Ein Feuer-Gummi. Weiteres. Ein Blitzra-Gummi. Und weiter. Ein Mithril-Erz. Und weiter. Eine verlorene Seite. Die bekommt man bei 50 Hunden, genau. Dann ein Mithril. Ein Finale-Elixier. Ein Orihalkon. Ein Ultima-Gummi. Das war's. Fürs Erste. Ja, ab 50 Hunden kann man die verlorene Seite hier holen. Das ist die letzte verlorene Seite. Für mich zumindest. Ob sie bei euch auch die verlorene Seite ist, die letzte, weiß ich nicht, aber meistens schon. So, die letzten Kisten jetzt eingefallen sind. Da muss ich jetzt in die Villa mit Kniff und ein bisschen knifflig arbeiten. Ich ignoriere euch alle. Ich hatte vorhin schon Level Up, während ich gesammelt habe. Da habe ich mehr HP bekommen. Juhu! Ich habe viel mehr HP, obwohl das fällt irgendwie nicht auf, oder? Irgendwie nicht. Ich habe ein bisschen mehr wie Donald, aber weniger wie Goofy. Also ich bin so zwischendrin. So, die restlichen Kisten mir eingefallen sind. Ich hoffe, ich habe die noch nicht geholt. Falls doch, dann fail. Da oben nämlich. Ja, da oben, ein Uhrturm, wo man damals die Glocke gehört hat. Und so viele Herz sollte kommen. Ah, so viele. Zu viele. So, sind alle weg? Ne, da ist noch einer. So.
Die nächste Kiste, die mir eingefallen sind, ist nämlich da drüben. Die kann man schon sehr früh holen. Ich glaube, auch ohne einen hohen Sprung geht das. Ja, könnte knapp werden. Aber es könnte gehen. Nämlich hier oben. Da sind ein paar Herzlose. Die sind alle Eisschwäche. Eisschwäche von Wind. Ja. So, die erste Kiste ist hier in der Nähe. Moment, die müsste irgendwo an der Kante sein. Ja, genau. Aber so viele Herzlose hier. Alles Herzlose! Hab doch ein Herz. Keins, hab kein Herz, bin herzlos. Da. Okay, die Kiste Nummer 1. Ich finde lustig, warum sie hier keine Hundekiste versteckt haben. Ich meine, das Versteck hier oben ist ja geil. Ein Mithril-Erz erhalten, dann auf der Seite war nix mehr, oder? Check, check, check. Leck, deck, deck. Sieht nicht danach aus, aber eine weitere Kiste ist hier hinten, in Traverse Ost, ja, da kann man durch. Hier oben waren nämlich Donut und Goofy ganz am Anfang. Wirklich ganz am Anfang des Spieles. Ach, wisst ihr was? Blitz! Blitz, Blitz! So, und hier hinten ist auch etwas versteckt, da kann man untersuchen. Da ist nämlich die letzte Postkarte. Es gibt 10 insgesamt. So, und damit habe ich jetzt alle Postkarten abgeben. Und dann geht schon weiter zum nächsten Part. Ich glaube, ich lege mich mal kurz hin. Wenn man 5-6 Stunden Kingdom Hearts hintereinander zockt, ja, das geht auf die Substanz auf Dauer. Schutzengel erhalten für Nummer 9 und Nummer 10 ist ein Grafbolzen. Dum dum dum. So, und dafür bekommt man halt weiter nichts mehr, kann untersuchen. Danke fürs Mitmachen, bis zum nächsten Mal, sagt er nur. Das war's dann. Das waren alle Postkarten. Alle unter euch noch nicht, aber so ziemlich alles, was ich geschmieden haben könne, habe ich jetzt geschmiedet. Mehr geht nicht, geht einfach nicht. Und ich kann den Grafbolzen so mal reinhauen bei mir. Yay. Ein Kraftpulzer für mich. Yay, ein Schutzengel für mich. Und ein Abilitamin für mich. Ein Eismeister kann man nebenbei verkaufen. Eine Auszeichnung für Pufungi. Die ist wirklich eigentlich sonst sinnlos. Die kann man gut verkaufen für 500 Taler, glaube ich, ne? Moment, zeig mal her. Protestkette braucht doch keiner mehr. Kann ich auch nicht verkaufen. Proterra-Kette braucht auch keiner mehr. Meinst du, glaube ich gar nicht. Protegerkette eventuell, Feuerring kannst du auch weghauen. Eiferring eventuell, Meisterring, schau mal. Da muss ich halt schauen, was ich noch brauche. Da, Eismeister. Ah doch, 250 Taler nur. Aber trotzdem, man kann ihn verkaufen. Ich habe es genau, Diamanten, aber ich behalte ihn mal. Einfach so als Auszeichnung. Ich weiß gar nicht, ob man was bekommt, wenn man alle Meister hat. Also Vita-Meister, Feuermeister, Gravitas-Meister, Stoppmeister, ich weiß es nicht. Aber ich kann es mal probieren, alle zu kriegen. Man muss halt bei Pufungi, also das sind die weißen Herzlosen, die so meinen, gib mir etwas, also Magie und so. Kann ich mal probieren, alles zu sammeln, aber da muss man halt dreimal hintereinander das gleiche machen. So, wenn ich schon mal da bin, kann ich etwas einkaufen, nämlich neue Ausrüstung. Ich kaufe mal alles, was ich nicht habe. Einen Pentastab, einen Magierstab, einen Kampfstab habe ich noch nicht, Hammerstab, Buckler habe ich nicht, Gigas Buckler, Mithril-Schild, Dreieck, oh, habe ich schon, verdammt. Golem-Schild. Und stimmt, ich habe ein neues Schild für Goofy, das Herkules-Schild, ne? Habe ich noch gar nicht ausgerüstet. Schauen wir uns mal diese Ausrüstung an. Für Donald gibt es weiteres. Ein Zauberstab, ein Sternenstab, den kennen wir schon. Dein Penta-Stab, der ist einfach andere Farbe. Der Magierstab hat auch andere Farbe wie der Zauberstab. Dann der Kampfstab, der sieht aus wie ein Hammer. Wie ein lustiger Hammer. Und der Hammerstab. Ich würde empfehlen, entweder den Magierstab oder, naja, eigentlich nur den Magierstab, weil der Donald ist ein Magier und der Magierstab ist halt der beste für ihn. Der Pentastab sieht zwar besser aus, hat eine höhere Angriffskraft, aber der Magierstab stärkt die MP von Donald um einen Punkt, also ist das für meinen Geschmack besser. Und für Donald gibt es, für Goofy gibt es ein Rüsterschild von Anfang an, mit Drillschild, das ist blau, das sieht richtig geil aus. Der Buckler, der ist auch blau. Der Gigas Buckler, der ist silbern. Dreckschild kennen wir. Golem-Schild, das ist so ein rotes Schild mit gelben Streifen. Das Herkules-Schild ist golden und hat eine mega Angriffskraft von 27. Das ist krass. Gut, Leute, bis nächstes Part und ciao, da wird's...
die letzte Zeit eingetragen und dann endlich in die neue Welt! In die letzte Welt! Ich hoffe, ich werde da keine Musikprobleme kriegen. Wegen YouTube, ne? Bis dann!